Theater Kanton Zürich, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Theater-Podcast. Ich bin Mia Lüscher. Und ich bin Axel Julius Fündeling. Und wir stellen euch die neue Theaterproduktion «Die Physiker» vor. Die brillante Komödie von Friedrich Dürrenmatt wurde 1962 am Schauspielhaus Zürich uraufgeführt. Und ab jetzt gibt es sie zum ersten Mal am Theater Kanton Zürich. Und um was es geht, fragen wir jetzt direkt mal die Schauspielerin Katharina von Bock. Und unsere Kostümbildnerin Luisa Behli. Also die Grundidee ist, dass in der Heilanstalt drei Physiker eingeschlossen sind. Und das Stück beginnt eigentlich wie ein Krimi, nämlich dass kurzer Zeit jeweils Krankenschwestern erdrosselt werden durch Insassen dieser Heilanstalt. Und der eine hält sich für Einstein, der nächste hält sich für Newton und der dritte hält sich für sich selber. Und dort in dieser Klinik gibt es auch eine Klinikdirektorin, das ist meine Figur, Frau von Zahnt, die mit diesen Vorkommnissen zu kämpfen hat und aber natürlich im Geheimen noch einen ganz anderen Plan. Aber was ich halt schon mal so toll finde im Grundsetting ist, dass diese drei Physiker ja aus total unterschiedlichen Zeiten kommen. Dann, das sage ich, das ist mir immer wichtig, weil das ja schon ein Konstrukt ist. Und dann geht es darum, dass der Möbius, der Zentrale der drei Physiker, an etwas arbeitet, was die Welt total interessiert und was die Welt verändern kann. Und das, denke ich, kann in jeder Zeit, wo das Stück gespielt wird, kann das wieder was anderes sein. Es fängt an mit einer Leiche am Boden und man fragt sich so, was ist hier passiert? Es ist spannend, am Anfang ist es auch noch witzig und es wird aber immer spannender, weil es werden immer mehr Sachen aufgedeckt, mit denen man nicht gerechnet hat. Irgendwann verliert es diese Komik auf eine Art und es ist wirklich ein Krimi. Man wird da wirklich so mit reingezogen und es gibt keinen Ausweg mehr. Man fragt sich, wie wird das Stück enden? Das ist gerade unsere Regieassistentin, Sibel Matthäa Zinsli. Ich muss dir die Wahrheit sagen. Offenbar. Ich regte mich auf. Sie verstellten sich. Sie, du schaust mich. Ich pflege Sie nun seit 2 Jahren. Also gut, ich gebe es zu, ich spielte den Verrückten. Weshalb? Um Abschied zu nehmen von meiner Frau. Abschied von meinen Buben, Abschied auf immer. Auf diese schreckliche Weise? Auf diese humane Weise. Die Vergangenheit löscht man am besten mit wahnsinnigem Betragen auf. Wenn man sich schon im Irrenhaus befindet. Meine Familie kann mich nur guten Gewissens vergessen. 10 Jahre zahlte meine arme Lina bestialische Summen. Ein Schlussstrich musste endlich gezogen werden. Der Augenblick war günstig. Salomo hat mir offenbart, was zu offenbaren war. Das System aller möglichen Erfindungen ist abgeschlossen. Die letzten Seiten sind diktiert. Und meine Frau hat einen neuen Gatten gefunden. Den braven Missionar Rose. Es ist nun alles in Ordnung. Sie handeln planmäßig. Herr Möbius. Schwester Monika. Ich habe mit Ihnen zu reden. Nun. Michael von Burg spielt bei uns den Johann Wilhelm Möbius, einen der drei Physiker. Michael, was hältst du von der Physik? Also einerseits finde ich es sowieso spannend, ein Stück zu machen über ein Fach, wo ich in der Schule gar nicht so gut war. Also ich war in Physik außerordentlicher Durchschnitt. Aber an sich finde ich das Ganze spannend, weil ich einfach wirklich nicht sehr gut Bescheid weiß, Physik, Mathematik. Und speziell jetzt auf die Rolle bezogen, das ist eine Figur, die ein großes Geheimnis mit sich trägt und sich etwas ausdenkt, um in ein Irrenhaus eingewiesen zu werden, um da sicher zu sein vor den neugierigen Leuten, die sein Geheimnis benutzen könnten. Und in diesem Irrenhaus muss er diese Rolle weiterspielen, damit er nicht auffliegt. Und wie das so gelingt, das ist ein spannender Weg, weil da werden ihm einige Steine in den Weg gelegt. Und das hat Komik einerseits, andererseits wirft philosophische Fragen auf und auch die Figur wirft Fragen auf, eben wie man mit etwas umgeht, wenn man etwas weiß, was potenziell schädigend sein könnte, wie man das für sich behält. Und auch die Frage, muss er es für sich behalten? Ist das überhaupt der richtige Weg? Wäre es nicht besser, darüber zu diskutieren, der Menschheit das quasi zu überlassen, dass sie dann vielleicht damit umgeht und vielleicht einen Weg findet, damit umzugehen? Weil ja alle Neuerungen, die wir uns bisher denken konnten, wurden umgesetzt. Also das meiste, was wir können, machen wir ja auch. Also es regt viel an. Axel, du spielst ja auch bei den Physikern mit. Ja. Erzähl mal ein bisschen, welche Figur? Ich spiele in dem Stück Die Physiker den Alec Jasper Kilton, der aber im Stück auftritt unter dem Tarnnamen Herbert Georg Beutler.
Und Herbert Georg Beutler verleugnet seine eigene Identität auch und behauptet, Sir Isaac Newton zu sein. Das tut er aber nur, um zu verstecken, dass er nicht Albert Einstein ist. Das ist so meine Figur in Kürze. Also die Figuren behandeln sich selber in ihren Identitäten, die sie spielen oder wirklich sind, sind sie ja selber so eine Art kollagierte Babuschka-Armee. Die behaupten ja erst, sie wären diese Person und dann diese und dann am Schluss sind sie dann doch diese Person. Und die Frau Dr. von Zahn ist auch nicht wirklich das, was sie ursprünglich vorgegeben hat. Von dem her doppelt sich eigentlich dieses Collage-Prinzip des Raumes dann eigentlich auch in diesen konstruierten Identitäten des dürrenmattschen Personals. Ich selber habe das Stück mindestens dreimal schon gesehen, in total unterschiedlichen Varianten mit Frau von Zahns. Und mein Zugang ist die klare Krimi-Situation nicht zu bedienen und zu bespielen und unten drunter sozusagen die zweite Agenda, die die Frau von Zahnt hat, zu entwickeln. Und das ist im Moment der Prozess für mich. Es wird nachher gesagt über sie, sie sei merkwürdig und so weiter. Ab wo die Merkwürdigkeit der Frau von Zahnt zunimmt. Das ist eine Herausforderung und auch innerhalb einer Ästhetik den Weg zu finden, wie die Form bespielt wird. Die Form der Ästhetik hat also mit dem Spiel zu tun, aber auch mit dem Bühnenbild. Bei uns hat das Bühnenbild der Alain Rapaport gemacht. Alain, was war deine grundlegende Idee für das Bühnenbild? Es hat sich in den letzten zwei Stücken so eingebürgert zwischen Regie und mir, dass die Regie jetzt nicht wirklich was zum Stück sagt, sondern eine künstlerische Assoziation äußert. Nick hat jetzt eine Künstlerpersönlichkeit genannt, die Hanna Höch. Hanna Höch ist eine Künstlerin, die so aus dem erweiterten Kreis der Dadaisten kommt, wahrscheinlich der norddeutsche Dadaistenkreis. Und sie hat primär im Medium der Collage gearbeitet. Und ich fand das Werk an sich spannend, aber auch die Verbindung von diesem vielschichtigen Stück mit diesem atomaren, disruptiven Aspekt. Von dem her fand ich das sehr spannend, das als Ansatz. Und habe nachher angefangen zu probieren, wie bringt man eine Collage in den Raum hinein. Also nicht, dass es einfach nur was Zweidimensionales ist, wo die DarstellerInnen dann davor agieren, sondern dass es quasi eine räumliche Collage ist. Dann im Entwickeln der Arbeit hat sich dann aber ein bisschen herausgestellt, dass bezüglich des Stückes, dass es vielleicht sinnvoll ist, das ein bisschen zu kombinieren mit einer konkreteren Möblierung, die zwar dann auch kollagiert ist, das sieht man dann auf der Bühne, wie aus verschiedenen Möbeln dann die zusammengemorpht sind zu neuen Möbeln. Das mit der Collage finde ich spannend, weil es wie so ein bisschen, ja, eben mehrere Dimensionen und vielleicht auch die verschiedenen Rolle und dass auch nicht alles so ist, wie es scheint. Das finde ich eine spannende Idee. Also bei den Stühlen zum Beispiel, dass halt zwei Beine abgeschnitten und dann auf den anderen Stuhl drauf montiert. Ja, dass sie sich so wie überlappen. Das war gerade unsere Requisiteurin, Anina Stähli. Und bei uns werden alle Bühnenbilder in der Werkstatt hauseigen produziert. Regie führt bei dem Stück Niklaus Helbling. Niklaus, deine zentrale Idee war Hanna Höch? Ich würde jetzt behaupten, meine Vorstellung war insofern relativ klar, als dass ich wusste, ich will es nicht modern machen, sondern ich will das Stück schon irgendwo dort in den 60ern oder 50ern so ein bisschen dran anhängen, ästhetisch. Also so einen gewissen Vintage-Staub, den man auch vermuten könnte an dem Stück, ästhetisch mitzudenken. Und deswegen bin ich auch auf Hanna Höch gekommen, weil die modern, schwarz-weiß, Zeitungsausschnitte, aber eben von damals ist. Also eine sehr tolle Mischung von zeitlich verortbar und gleichzeitig sehr modern. Das gefällt mir auch an Dürrenmatt. Also es ist blitzwach, frech,
lustig, aber es gehört auch in eine bestimmte Zeit. Das war die auch nicht ganz ungenaue Vorgabe, die ich gemacht habe. Nachdem ich das Stück so ein, zwei Mal gelesen habe, dann habe ich auch bereits angefangen zu zeichnen, ohne dass ich was vom Bühnenbild schon gekannt habe. Einer der ersten Entwürfe war der Entwurf der drei Pfleger, die im Stück eigentlich ganz am Schluss vorkommen. Es hat so wie fast eher von hinten angefangen mit dem Zeichnen. Weil da habe ich gedacht, das ist toll, weil da darf man vielleicht auch ein bisschen übertreiben. Kann ich nochmal den Radar? Bitte, Herr Inspektor. Den Täter sehen? Er geigt. Das heißt, er geigt. Sie hören es hier. Dann soll er bitte aufhören. Ich habe ihn schließlich zu vernehmen. Das geht nicht. Warum geht das? Das können wir ärztlich nicht zulassen. Herr Anesti muss jetzt geigen. Der Kerl erdrosselte schließlich eine Krankenschwester. Es geht nicht um einen Kerl, sondern um einen 30 kranken Menschen, der sich beruhigen muss. Und da er sich für Einstein hält, beruhigt er sich nur, wenn er geigt. Bin ich eigentlich verrückt? Nein. Komm, dann ist durcheinander. Heiß hier. Durchaus nicht. Der dritte Physiker spielt Doris Schäfer. Ich spiele Anesti, der sich als Einstein ausgibt. Das ist dann eine Männerfigur, was großen Spaß macht. Dass ich das als Frau machen darf, ja. Das hat eben auch wieder etwas Collagenmäßiges, um ehrlich zu sein, weil dadurch, dass jede Person mehrere Rollen spielt, hat sie auf sich wie eine Collage von mehreren Personen. Von daher war es mir irgendwie ein spielerisches Rausfinden. Wie geht er? Was hat er für eine Stimme? Wo liegt sein Wahnsinn? Wo hat der Anesti selber Freude daran, den Einstein zu spielen? Mit wem spielt er, wenn er das spielt? Also für wen spielt er das? So, das war eher so das Rankommen an diese Figur. So ein, ja, tatsächlich ein sehr körperlich spielerisches Ausprobieren von diesem Wesen, so von diesem Doppelspiel. Es geht letzten Endes bei diesen vier Identitäten lange Zeit darum, eine zu verdecken und die anderen chargieren innerhalb dieser Figur. Und deshalb, ich musste nicht vier Figuren erfinden, sondern die eine wird wirklich versteckt gehalten. Die darf niemals an die Oberfläche kommen. Insofern musste ich nicht vier neue Figuren erfinden, sondern alle in einer quasi unterbringen. Das war die große Herausforderung. Und also ich wollte noch sagen, es geht, finde ich, sogar von der Zeit her, es geht eigentlich bis heute. Das war mir auch noch wichtig von den Kostümen her. Und die Schneiderei hier hat ein paar Sachen entwickelt, Schnitte entwickelt. Das sieht man dann auch bei der Oberkrankenschwester, weil die so große Ärmel hat. Das sind Schinkenärmel, die so um 1900 hat man die viel getragen. Und das fand ich gut für sie, weil sie so eine, sie wird beschrieben so als stattliche Figur. Und da kann man manchmal im Schnitt plötzlich noch etwas helfen, was vielleicht eine Person von Natur aus gar nicht mitbringt. Und die Oberschwester mit den besagten Schinkenärmeln wird gespielt von Miriam Wagner. Diese Oberschwester, die ist ja nun, Niklas hat gesagt, die ist beweglicher Beton. Ich soll beweglichen Beton spielen. Das finde ich super als Bild, aber es fällt mir wahnsinnig schwer. Ich bin eigentlich mehr wie das Bühnenbild. Ich in meinem Inneren. Und das muss ich jetzt alles wegblenden. Ich glaube, diese Oberschwester ist sehr dominant und sehr führungsstark. Vielleicht vermeintlich hat sie sogar noch mehr zu sagen als die Frau Dr. von Zahnt, die ja wegen ihr auch Sachen wegräumt und so. Also ich muss eigentlich gegen das alles spielen, gegen das Bühnenbild, gegen meine privaten Impulse. Miriam, du spielst aber auch noch eine andere Rolle mit einem ganz anderen Charakter, nämlich die Frau Missionar Lina Rose. Sie sagt, ich habe meinem Mann geholfen, die Matur zu machen und studiert zu haben. Also ich glaube, dass sie eigentlich aus anderen Verhältnissen kommt, weil sie aber eine Frau ist, weil sonst hätte die nämlich selber studiert unter Umständen, hat sie sich diesen Mann geschnappt. Das ist ja ihr Lebenswerk, dieser Mann. Also, dass der überhaupt wohin kommt, dass der was erreichen kann. Und die Kinder passieren so nebenbei. Also, das ist ja auch bezeichnend, dass sie 4 Jahre gebraucht haben für das erste Kind. Und dann kamen die anderen zwei recht schnell hinterher. Und sie war ja auch diejenige, die der alle Verantwortung gelastet hat, eigentlich. So, und dann befreit sie sich aber daraus. Und trifft diesen Missionar und dann geht sie mit dem echt ganz woanders hin. Also vielleicht sucht sie darin die Freiheit, die sie nie hatte. Möbius, ihr Ex-Mann, hat das Gegenteil gesucht. Alles so hinter sich zu lassen, alles dafür aufzugeben,
ist schon auch zwiespät. Also es ist Frage, würde man das selbst auch so handhaben? Würde man dieses Opfer quasi eingehen, sich so zu isolieren, in dem Glauben, dass man der Menschheit damit einen Gefallen tut? Klar, wir müssen davon ausgehen, dass das, was er gefunden hat, wirklich weltverändernd ist. Aber es ist trotzdem auch theoretisch. Er weiß nicht konkret, was damit geschehen würde. Es hat das Potenzial zum Guten wie zum Schlechten. Und dass er das so bereitwillig, seine Familie und alles aufgibt dafür, es macht ihn auf jeden Fall spannend. Mia, du spielst die Pflegerin Monika Stettler, die sowohl eine Vertraute von Möbius ist und gleichzeitig auch einen ganz eigenen Begriff oder eine eigene Vorstellung von Freiheit hat. Genau, Freiheit ist auch für meine Figur, Monika Stettler, ein sehr wichtiges Thema oder eigentlich das größte Thema überhaupt. Geschrieben wurde das so, vielleicht auch mit einem Augenzwinkern, dass es eine ganz, ganz klassische Frauenfigur ist. Das heißt, ihre Freiheit ist es, sich aufzuopfern für einen Mann. Es ist aber auch so, dass es Liebe ist zu diesem Möbius und sie setzt alle Hebel, die sie in Bewegung setzen kann, setzt sie in Bewegung, um gemeinsam mit Möbius aus diesem Sanatorium rauszukommen, um auf dem Land ein Leben zu führen, das ihm ermöglicht, seine Genialität richtig auszuleben. Ja, und das ist spannend, das zu spielen, weil das natürlich aus heutiger Sicht, das kann man nicht mehr einfach so stehen lassen und trotzdem ist es Text, sind es Szenen, die geschrieben wurden so. Und da ist es immer extrem spannend zu gucken, gut, wie spiele ich das als Schauspielerin heute mit meiner Sozialisierung und allem? Wie kann ich das vereinbaren und zusammenbringen, dass diese Figur, die ich zu spielen habe, mit meinem Inneren zusammengeht? Und was für Zugänge finde ich da? Dass trotzdem glaubwürdig ist, dass es trotzdem eine emotionale Geschichte ist, weil es ist eine Liebesgeschichte. Kein Krimi ohne Inspektor. Kriminalinspektor Richard Voss wird bei uns gespielt von Pitt Arne Pietz, der eine schier aussichtslose Ausgangslage hat. Weil er die Mörder ja gar nicht sprechen darf. Schon beim ersten Mord kam er nicht dazu, den für ihn Irren dann auch zu befragen, weil er einfach nicht dazu kam. Und jetzt scheint es ja wieder so zu sein. Schwierig für ihn. Er verändert sich dann. Aber klar, es ist ja immer klar, wer es ist. Es ist nur die Frage, was macht man mit denen? Die sind ja in dieser Anstalt und den Druck hat er vom Staatsanwalt und vom Regierungsrat. Die sagen, so geht's nicht weiter. Und er kämpft dann dafür, dass sie nicht mal von Schwestern gepflegt werden, sondern es müssen Männer sein. Und dann kommen ja so drei Gestandene. Und dann ist er beruhigt, weil er jetzt das Gefühl hat, jetzt kann nichts mehr passieren. Das macht Dürrematt ja auch. Er spielt ja mit dem Genre. Er hat ja eben... Auch wenn er ein ausgewachsener Dichter der Weltliteratur ist, hat er eben auch einen Sinn für Gebrauchskunst wie Krimis. Er hat sozusagen eben das High und das Low kann er sehr schön verbinden. Und die Idee, dass er da ja auch eigentlich eine gewisse Krimi-Dramaturgie bedient, wir sind ja immer auch ein bisschen in der Mausefalle oder in einem Sherlock Holmes, also dass überhaupt das Stück anfängt mit einem Inspektor und einer Leiche, das geht eben voll ins Krimi-Genre. Und dann kombiniert er das aber mit dem anderen Genre, nämlich dem Irrenhaus. Das verrückte Irrenhaus, wo man nicht so recht weiß, sind jetzt die Irren oder ist die Ärztin die Irre? So, das sind ja alles Griffe von Dürrematt in die Unterhaltungsliteraturkiste. Und die nimmt er dann und baut sich daraus wieder sein eigenes Stück. Das ist mir an Dürrematt extrem sympathisch, dass er eben fast wie ein Pop-Autor populäre Muster nimmt und damit spielt. Aber der Krimi endet nicht wirklich als Krimi, weil die Gerechtigkeit macht Ferien. Genau, das ist das Schönste für ihn, dass er zum ersten Mal drei Mörder hat, die er mit gutem Gewissen nicht zu verhaften braucht. Und die Gerechtigkeit macht zum ersten Mal Ferien, das ist das Schönste für ihn. Das ist nicht weiter für Volkswirten, dass er damit in dem Sinn da raus ist auch. Weiß noch Porzellan, das Silberbesteck und diesen guten Wein und ja, das findet er toll. Poulet à la Broche und so, das findet er alles ganz toll. Ja, das ist nicht über seiner Gehaltsklasse und das bewundert er auch nachher, als diese tollen Wärter kommen. Uwe Sievers, wahrscheinlich eines seiner Jugendidole im Boxen und so. Das ist das Tollste, ja. Da hat es was ganz Modernes auch, finde ich.
Und das wollten wir abbilden mit diesen Francis Durbridge Musiken. Und die sind einfach köstlich, weil sie halt diese 60er Jahre Ästhetik des Detektivs und seiner attraktiven Frau, die im Swinging London irgendwelche Fälle dann übernehmen, und immer wird Auto gefahren und mit quietschenden Reifen und es gibt Unfälle und finstere Typen, die plötzlich schießen aus dem Hinterhalt. Die Gestaltung der Sounds und der Musik bei den Physikern hat Felix Huber realisiert. Was er macht, ist, dass er halt auf der Probe sitzt. Er ist bei jeder Probe dabei. Er hat immer für jede Szene was parat. Er hat keine Angst vor lustigen Effekten, auch Geräuschen. Da auch wieder ein bisschen hörspielaffin. Und gleichzeitig baut er aber in seiner Zeit auf der Probe, baut er eine Komposition über das ganze Stück. Und das macht er an seinem Bildschirm. Wunderbar. Und er ist musikalisch voll gebildet. Er spielt super Klavier. Er kennt sich aus. Also ich bin da in allerbesten Händen und nicht das erste Mal. Ja, Axel, so weit, so gut, würde ich mal sagen. Nein, noch etwas, was ich wissen. Hat das Stück für dich eine heutige Relevanz? Wir alle in unserem Leben tragen natürlich die Verantwortung für unser Handeln. Uns werden Sachen zur Verfügung gestellt und wir sind als Person dann dafür verantwortlich, damit umzugehen, wie wir es für richtig halten. Ich meine, heutzutage hat jeder ein Smartphone bei sich in der Regel und jeder weiß auch, was er allein mit einem Smartphone für Schaden und Unheil anrichten kann. Jemand hat uns das Handy zur Verfügung gestellt, jemand hat es erfunden, jemand hat es uns gegeben, jemand hat die sozialen Medien uns zur Verfügung gestellt. Wie wir damit umgehen, ist immer unsere Sache. Und wir können somit mit einem kleinen Wisch oder einem kleinen Druck eine kleine persönliche Atombombe zünden. Dafür sind wir verantwortlich. Das war's mit dem Podcast vom Theater Kanton Zürich zum Stück «Die Physiker». Es spielen Katharina von Bock, Michael von Burg, Axel Julius Fündeling, Jonas Gigax, Mia Lüscher, Pitt Arne Pietz, Doris Schäfer und Miriam Wagner. Regie Niklas Helbling. Bühne Alain Rappaport. Kostüm Luisa Bailey. Musik Felix Huber. Dramaturgie und Podcastproduktion Wolfgang Stockmann. Theaterpädagogik Carola Behrens. Regieassistenz Sibel Mattea Zinsli. Und noch ganz wichtig, schaut mal auf der Internetseite www.tkz.ch, welche weiteren Stücke auf unserem Spielplan euch noch interessieren könnten. Das Ensemble und alle Mitwirkenden auf und hinter der Bühne freuen sich auf euren Theaterbesuch. Wir wünschen euch anregende und unterhaltsame Stunden im Theater Kanton Zürich. Ciao! Ade miteinander! Salut!